Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die in der Alpha 18.4 Folge 7. So. Ja, jetzt habe ich mich soweit leer gemacht. Die Pfeile sind auch durchgecraftet. Dann werde ich jetzt mal gucken, dass ich eventuell. Aber ich habe nichts mehr zu heilen gehabt. Das noch nicht machen. Ach, da unten sind schon wieder meine Freunde. Doof. Und nehmen wir die mal mit. Brauchen wir denn zum Reparieren geschmiedetes Eisen für die Axt? Nee. Normales Eisen doch. Oder Werkzeug bestimmt. Jawohl. Und Steroide? Ne, Steroide brauchen wir auch nicht. Mal ein bisschen essen, dann geht die Gesundheit auch ein bisschen hoch. Das ist echt doof, nichts zu heilen. Lassen. So viel brauchen wir davon auch nicht. Gut. Mit nur 19 Gesundheit losgehen ist jetzt auch nicht der Brüller, aber hey Jungs, hier bin ich. Ja, genau hier. Ja. Alles ruhig soweit. Na komm schon. Na, das.
So, dieses war der erste Streich. Oh. Nein, lauf langsamer, lauf langsamer. Die Kiste will ich aber aufmachen. Na komm. Stirb schon. Da kommt der nächste. Na. Nee, nee, nee. Gut. Jetzt mache ich die Kiste auf und dann ist da nichts drin. Oh, das kann ja dauern. Hat immer noch Durst? Die dicke Mutti, die weckt aber gar nichts auf, hä? Oh Gott, da sitzt ja eine Stunde dran. Ne, brauche ich gar nicht so weitermachen, weil da ist meine Axt eher kaputt. Dich nehme ich dann noch mit. Ja, so, mal gucken, ob wir mal eine vernünftige Spitzhacke looten. So. Eine Spitzhacke. Wo könnten wir... eine Baustelle ist doch gar nicht schlecht.
Gut. Spitzhacke, wie viel brauchen wir denn dafür? 10, Mist. Gibt es da noch den Eisen? Da war sie doch. Ach. Ein Bauplan, okay. Regt euch doch mal ab da draußen. Nur, hey, Opi, wo kommst du her? Noch einer. Autsch, nein. Shit. Shit, shit, shit. Himmel, Herrgott. Naja. Naja, ist klar. Von hier unten sind die gekommen. Nee, das muss man anders machen. Na komm, ein bisschen. Komm ran, komm ran, komm ran, komm ran. Oh komm. Glaube ich Spinne.
Ja, ist ja gut. Reg dich ab. Boah. Ey, du bist am Boden. Du kannst nicht so lange Arme haben. Wo kommst denn du her? Eine Spitzhacke. Ich will doch nur eine Spitzhacke. Hm? Oh, ein Rucksack. Hm, Nitratpulver. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich glaube kaum, dass eine Spitzhacke im Müll liegt. Dann schlafen wir weiter. Nee. So, jetzt haben wir wieder ein Problem. Naja, Papier kann ich rausschmeißen, das brauche ich nicht. Das Quatsch. Benzin brauche ich zwar auch nicht mehr, aber nee, keine Spitzhacke. Wir haben kein Glück. So ein Mist. Jetzt bin ich auch noch überladen.
Dich lesen wir doch. So. Okay. Eins machen wir noch. In der Hoffnung, eine Spitzhacke zu finden. Eine Garage wäre ganz gut. Schon in den Metalworks? Ja. Ja, da waren wir. Mist. Hier haben wir auch nicht aus Versehen was übersehen. Nein. Gut, dann gehen wir mal eben ausladen. Die Kiste will ich auf jeden Fall noch aufmachen. Also bevor ich neu anfange, will ich die Kiste da noch aufmachen. Ich will wissen, was da drin ist. Wenn ich mich da die Nacht einschließen muss, um die aufzuhacken. Ledermantel brauche ich jetzt hier nicht, aber essen kann ich. So. Dann was ist das hier? Goldrutentee, den nehmen wir mit. Schaufel, leere Gläser brauchen wir nicht. Dann nehmen wir Trinken, haben wir genug. Essen. Essen. Bier. Ich hatte doch noch Reparatur. Ungefütterten Brustpanzer, den können wir mal anziehen. Da. Gefütterte Kapuze. Gut.
Schuhe hat man noch keine gelootet, ne? Nee. Einen Rock ziehe ich nicht an. Nee, gut. Dann nochmal zurück. Und dann werde ich mich um diese Kiste kümmern. Entspannt euch mal hier. So. Bleibt liegen. Gut so. So, und wo klopft hier noch jemand? Da oben. Jetzt so eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ach, falls man da reinfällt, dass man hier wieder rauskommt. Okay. Los, komm. Zack, hoch mit dir. No. Hörst du auf? Wo kommen die alle her? Seid ihr verrückt? Spinne. Upsala. Okay. Denn da oben muss ich aber noch. Hallo? Kommt man den Vogel da nicht dran? Das sind meine Freunde von eben. Was sind denn die? Na, da ist noch einer.
bleibst liegen. Mensch. Man nimmt hier kein Ende. Wo kommen die denn her? Ah, von hier. So, 17 Uhr. Dann hacken wir jetzt mal die Kiste kaputt. Ja, liebe Leute, das war's auch schon mit der Folge. Ich hack jetzt im Ofen noch die Kiste kaputt, aber bevor ich sie aufmache, nehme ich dann auch wieder auf. Ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge schauen und noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge schaut. Und bis zur nächsten Folge. Bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye. Na,